Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 im Forstprojekt zusammen mit dem Money und den Herr Beneder. Hi Leute! Ja. Hallo! Oh, so, Leute, jetzt haben wir hier zwei Tage im Bauwagen verbracht. Jetzt wissen wir immer noch nicht, wie wir die Paletten aufladen. Doch, was ist denn jetzt? Wir haben Plan, wir hauen die hier auf den schönen Anhänger, den wir haben. Und passen Sie auf, ich habe noch vom Kumpel, ja, von eben vom Hector, habe ich noch einen Anhänger ausgeliehen gekriegt. Ja, super, dann kriegen wir das Teil Steck. Da müsste man einer losdüsen und müsste den mal schnell abholen. Dann mach ich mal auf den Weg. Oder? Ja, Günther, mach dich auf den Weg, damit du auch mal was zu tun kriegst. Ja, genau. So. Und ich hau hier schon mal den voll, und wenn der andere da ist, und dann geht ab die Luzi. Und dann gibt's die Luzi. So. Soll der Benita schon mal den Checkheft sauber machen? Ich hab die App. Die App ist schon gestartet. Was? Die App ist schon gestartet. Ich hab alles schon freigeschaltet. Ich brauch nur noch OK drücken. Na? Dann geht das dann durch. Ich hab ihr Handy ist geladen. Ja, das ist alles. Ich hand immer der Spezialakku da dran. Da. Weil ich hand ja immer so ein Akkugerät dabei, wegen meinem Blutdruckgerät. Ach Gott. Hast du ja einen Blutdruck? Ja, ich hand immer Blutdruck. Aha. Da dreh ich mich immer alles auf. Ja, und dann geht das Gerät an und presst mich dann der Blutdruck runter, dann bin ich wieder ein bisschen beruhigt. Okay. Nicht, dass wir uns Sorgen um sie machen müssen. Ja, nee, das geht schon. So geht das, sagen sie. Das ist ein gutes Gerät. Ja. Da, gucken Sie mal, haben wir schon vier Paletten drauf. Ja, wunderbar, das sieht schon viel besser aus als vorher. Als am Montag, das war ja eine Katastrophe. Ja, das war. Naja, ich sag Ihnen mit den Anhängern von der Bollerei. Ja, da muss ich mit dem Vasili nochmal reden. Das war ja der totale Schrott, was er mich da angedreht hat. Ah! Mach mich da kein Kabel rein! Das sind Sichtlatten, da kommt keine Tapete drauf! Ach so, Sichtlatten? Ja, natürlich sind das Sichtlatten, das macht mich da nicht so viel Kabel dran. Das habe ich dem Kevin schon gesagt. Der hat bei der Probepalette, hat er schon, um Gottes Willen, von der falschen Seite hier Nagel. Ach, herrlich. Ach ja, der hat wieder mit der Nagelpistole, der ist wieder amok gelaufen damit. Na gut, aber ob Kevin jetzt in der Nagelpistole geben würde, wüsste ich ja noch nicht so richtig, gell? Ja, ich habe ja gehofft, dass er sich zu Tode nagelt, aber das hat, selbst das hat er nicht geschafft. Oh, ja. Kevin würde ich nicht mal eine Rolle Klebeband geben. Dem Kevin musst du noch eine Rolle Klopapier erklären. Ja, das ist wirklich. Junge. Aber immerhin, sie haben eingestellt, ne? Da zieh ich meinen Hut. Ja, das ist ja wegen meiner Schwägerin. Ich kann doch da nichts dran machen. Ach so. Ja, hab ich doch schon mal gesagt. Ja. Das ist doch der Sohn von meinen Schwägerin, und da kann ich doch nicht Nein sagen. Da kommt ja aus Österreich, gell, der Kevin, glaube ich. Ja, das ist. Aber ich weiß auch nicht, was ich mich. Aber damit sagen Sie mal, ein Vater mit einer Plattenfirma hat er nicht, oder? Der Vater. Oder schon die Daten? Nee, man weiß ja nicht genau, wo der herkommt. Das so. Hat's mit Schweren immer geheim gehalten. Halt irgendwas aus Österreich. Das ist schon ein Österreicher, aber. Ich weiß, worauf du hinaus willst, ne, aber. Ich glaub nicht, dass der Pfeifer ist. Also wenn das der Pfeifer sein sollte, um ja das Wille. Da vielleicht der Hunde, der Pfeifer, wissen Sie? Ja. Kann ja auch sein. Da. Da war die Tür gerade mit dem Hund. Das sieht ja schon mal super aus. Da war hallo. Da passen ja dann hinten noch zwei drauf. Genau. Da. Junge, ich bin da langsam dunkel, ne? Müssen wir uns mal ein bisschen beeilen jetzt. Da kommt der Jünter ja schon. Hat das geklappt, Günther? Ja, da kommt der Jünter angefecht. Keine Probleme mit gehabt. Super. Das sieht das sehr gut aus. Ja, ich sag, auf den Hektar kann man sich verlassen. So, warte mal hier.
Wie ist denn das, Günther? Hast du ein bisschen geübt? Kommst du mittlerweile mit der Schaufel klar hier? Nee, gell? Welche Schaufel? Na ja, mit dem Ladeding hier. Ach, ich weiß ja nicht so. Nee, auch nicht. Na gut. Hab ich ja schon ein paar gewinnen, ne? Ach, ich glaub das nicht. Das ist... Aber brauchst du den Hänger hier? Den Tracker, meine ich, den T6? Nö. Gut. Den brauchst du nicht. Aber kannst du schon mal vorne, oder vielleicht kann das der Beneter machen, vorne mal ein paar Spanngurte dran hauen. Ja, ich hau da mal, ja genau, da ist ja fertig hier. Ja, dann mach ja, ich mal hier, Gehst du mal hin und dann drückst du mal um. Ja, 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 so, hab ich das schon mal, hab ich das schon mal fest hier. So, genau. Mach das dran jetzt, so. Genau, die zwei haben sie dran, das ist so, wunderbar. Zwei haben wir dran, die sind fest. Feste Schnacke. Da vorne. Das warte, ich glaube, ich kann in der Mitte noch mal einen reinpappen. Na, aber schön, dann ja, das hat doch wunderbar geklappt. Vielleicht vorne noch mal. Na, Leute. Ah, jetzt wird das aber fest geschnuckt hier. Und den letzten noch mal losmachen. Den letzten müssen wir noch mal losmachen. Ja. Lösen. So. Jetzt macht das Ding doch los. So. Da. Ja, die Ratschen. Ja, die klemmen immer ein bisschen. Ich kenne das schon. Ach so, ja, genau, was machst du Schönes? So ein bisschen Abschützen, damit wir oben bei dem Pfeifer mal ein paar Abschützen weg. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Ja, denkt auch an meine Hackschnitzel. Ich habe ja auch eine Hackschnitzel bestellt, ne? Was sag ich? Die haben sie doch schon geholt. Ja, das war doch für meine Heizung. Genau, die 10.000. Ja, aber ich habe doch noch Hackschnitzel nachbestellt. Haben sie gemacht? Ja, natürlich. Ja, habt ihr mir wieder nicht zugehört? Ich brauche doch die Hackschnitzel für die Isolierung. Haben wir doch von dir. Da reden wir doch schon seit Wochen drüber. Aber da steht nichts drin, oder ich weiß nicht. Das haben wir vergessen, das hat er nicht eingeschrieben. Oh, Herr Beneter, Herr Beneter? Ja, dann müsst ihr da mal jetzt vorher machen, ne? Ja, das ist eingeschrieben ins Auftragsbuch. Ja, dann muss er aber mal machen jetzt. Weil, wenn ich die Latte drunter habe, dann muss ich ja, ne? Die Hackschnitzel reinkippen oben. Ja. Okay. Na, wie machen wir das? Na, die machen wir die. Wie viel war es denn? Ja, was haben wir gesagt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Haben wir 10 Palettensäcke gesagt? Also 10 Körbe? Naja, 10 zu Körbe mit, ja, okay. Ja, 10 Körbe, 25 Liter Säcke, ne? Ach du Scheiße. Naja, das krieg ich mal hin, das ist ja kein Problem. Da müssen wir gucken, da fangen wir direkt an, Herr Beneter. Ja. Als nächstes. No, und denkt dran, da nehme ich dann auch noch die Probepalette mit die Platten. Die Probepalette, ja? Von den Platten. Probepalette Platten, damit ich dem das Muster ausmachen kann für den Sasserat. Ja. Damit wir die eben da richtig übers Ohr ziehen können. Richtig Auftrag an. Ne? So. Ja. Das machen wir. Da. So. Jetzt habt ihr hier den Waren fertig. So, womit ziehe ich das denn jetzt? Dann müsst ihr mich gleich eine Traktor leihen. Ja, ja, das kriegt man hin. Und dann bringe ich euch das wieder vorbei. Genau, das kriegt man hin. Da. Zack. Und zack. Da, Moment. Boah, diese bisschen hier. So ein Mist. Mir auch immer sowas passiert. Ja. Was ist denn da los? Nee, alles gut. Geht schon. Genau. Läuft das mit deinen Hackschnitzeln? Es läuft. Nicht weg. hab schon 10% drin, du. Das ist doch schön. Da, und. Och. Da. Und jetzt alle her. Alle her. Alles klar. Wollt mich doch verarschen hier. So, und jetzt. Alle her. Sehr gut. Aber Günther, denk dran, wir brauchen jetzt noch ein paar Hackschnitzel für die Dings hier, ne? Bitte, ja. Ja, hier zum Abfüllen von den Pellets. Ja. Sehr gut. Da. Oh. Zack, die Böne. Herr Beneter? Ja? Können Sie noch mal in den Bauwagen gehen? Da liegt, wenn Sie reingehen, rechts hinten in der Ecke. Ja. Also reingehen, rechts hinten in der Ecke ist ein kleiner Koffer. Da liegen noch Spanngurte drin, können Sie da mal nicht holen? Ja, ich guck mal.
So, hinten rechts, das sind die. Ach, das sind die wieder. Die kühlen blonden Jungenstiefel dran. So. Ah, hier, Chan. Ich habe sie gefunden. So. Ja, gut. Die roten, nicht die blauen, gell? Ja, ja, ich habe die roten. Ja, die blauen, die sind ja nur für Leichtlast, ne? Genau. So. Soll ich die schon mal festmachen jetzt hier? Nee, die noch. Nee, nicht. Da kommt ja noch eine Ladung drauf. Na klar. So, warten Sie. Was haben wir denn noch? Da hinten sind noch zwei. Okay. Da. Da. Mann, weißt du, was ich da hier? Nee. Stationär. Ein Motor auf dem Hof? Stationär, ein Häcksler oder so. Was hat der? Oh, das war geil, gell? Ich hab auch schon überlegt, Mensch, der muss so geil in die Form erfassen. Müssen wir sowieso mal überlegen, dass wir die langsam in unserer Tür ein bisschen vergrößern. Blaues Bauen? Ja. So. Das haben wir fest, Zimmer. Nee, ich hab ihn nicht da, da kommt noch einer hin. Ja, wie, du hast ja nur noch zwei, oder nicht? Na, ich finde aber noch zwei. Ja, die kannst du doch hier vorne draufpacken, da passen noch vier hin. Da kannst du zwei unten und zwei oben, dann sind vier. Stimmt. Ja. Naja, wenn das sind ja gut, haben sie recht hinten auf der Achse lieber dann die vier gemacht, gell, auf der Doppelachse. Wie vorne, das drückt dann auch, bitte. So. Ja, damit er ein bisschen Grip hat auf die Straße. Ja. Oh, dann lässt er das schon wieder fallen. Oh. Ich sehe das schon wieder. Das Sasserrad, oh, das fällt dann auf der Kopf. Ja, wir müssen hier mal auf der Ebenpalette, müssen wir mal nachziehen. Ja. Das kann ich alles wieder nach. Ha? Komm, das lasse ich von dem Kevin nachspachteln. Da kriegt er ein bisschen Sandpapier in der Hand gedrückt. Oder kann der dann abgraben? Da kann er auch viel Unfug machen. Ja, da wird dann abgeraspelt und dann ist das gut. Das wird sowieso noch grundiert. Aber wird bestimmt mal schön gemütlich mit so schönem Holz, mit so Sichtholz, ne? Ja, das ist alles außen, innen, oben, unten, alles ist aus Holz. Aber alles aus Holz ist aber auch ganz schön viel, hä? Ja, das sind so ganz spezielle Leute, die das bestellt haben. Sind das so Ökos? Ja, das ist, ja, das sind keine Ökos, das sind Günther, ich brauch dich irgendwie... immigrierte Kanadier, die sonst ach auch Gott. Nur Holz kennen. Ja, gut, ne? Die Kanadier, die haben ja, die machen es ja. Ja, die machen das ja alles mit Holz. Weil es so kalt ist dort, gell? Ja, da geht ja doch alles. Da geht ja doch alles viel schneller mit dem Holz. Ich muss mal in die Ecke anbrennen einfach. Ne, wenn es jetzt so kalt ist. Brauchst du mich nur körperlich hier oder brauchst du den T6? Ne, ne, du mit dem Traktor hier, du musst mal den Anhänger mitzahlen. Ach so. Komm, ne? Ich bin aber noch ganz oben am Sägewerk. So, nee, warte, dann, ja, wie machen wir es denn? Warte mal, nee, dann machen wir es anders. Dann schnappst du und komm ich nach mit dem Herrn Beneder. So. Beneder, stand ja. Der Spanker da drin? So, ich denke, da kommen noch zwei. Ja, nee, die sind noch woanders. Kommen sie, Spanker drin. So, okay. So. Da eine drum. Da kommt noch einer hin. So, da noch einer einsteigen. Hin. So. Zack, zack. Ja, Moment. Komm. So, da, ich bin drin. Nee, Schloss. So, und jetzt erzählen Sie mir mal einen Schwank aus Ihrer Baustellzeit. Ja. Waren Sie schon immer Chef kann... oder haben Sie eigentlich immer selber gemacht? Nein, ich habe natürlich eine ganz normale Ausbildung gemacht. So, und dann habe ich da gearbeitet. Kannst du ja kein Wasser saufen. Dann war ich lange Zeit Geselle in der Firma. Aha. Und dann hat der Chef irgendwann gesagt, Benito, pass auf, ich bin jetzt alt, du musst die Firma übernehmen. Ach Quatsch. So, und dann habe ich gesagt, das kann ich machen. Ach so, nee. Okay. So, und dann habe ich die Firma übernommen. Ja, und jetzt sind wir schon seit 40 Jahren Benito. Ach Quatsch. Benito, Holz und Schliff. So, und dann... Ja. 40 Jahre! 40 Jahre bin ich jetzt schon selbstständig. Nee, Sie selber? Ja, ich bin schon seit 40 Jahren jetzt selbstständig mit der Firma. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste, ne? Ach, Scheiße, so alt sind Sie gar nicht aus. Ja, ich habe mich noch gut gehalten. Die Lisbeth, die fliehe ich mich immer gut. Boah, dann... Nicht nur Sie, ja. Ah, dann geht das so. Gut.
schön. Schön, Herr Benöder. So, das wo fahren wir denn jetzt hin, Jungs? Wir haben noch zwei Paletten holen. Ach so, wir fahren noch Paletten holen. Ja, ich bin ja, ja. Wunderbar. Wenn wir die haben, dann haben sie ja auch einen Brenner, dann können sie auch mal... Ja, da können wir erstmal wieder loslegen. Aber hallo. Da können wir erstmal die, ja, die Unterschicht vom Dach verlassen. Genau. Ja, dann brauche ich aber auch dann irgendwann die Hackschnitzel, ne? Ja, das kommt direkt als nächstes. Da dran kommt die Hackschnitzel. Ja. Hackschnitzel und ihre Westpaletten. So, dann können wir den ganzen Scheiß da oben reinkippen. Genau. So, damit das isoliert ist. Das mit den Pressplatten so läuft, ne? Ja, da müssen wir erst natürlich das Muster aufmachen. Da ja, muss ich natürlich dem Kevin, den habe ich dann für die Phase erstmal im Urlaub geschickt. Der fährt nach Mallorca zum Ballermann. Ach Gott. Dann habe ich dem ausgegeben, damit der Ruhe gibt. So. Ja, ja. Und dann kann ich mit dem Heinz, kann ich erstmal eine Probe ausmachen. Damit das auch wunderbar schön aussieht. Sehr schön. Das ist ja toll. Gucken Sie, so, ich da, da stehen sie. Wunderbar. So, Herr Veneter. Ja. Bangorre. Ja. Ich mach die hinten los. Oh, hab ich da gerade richtig gesehen, Herr Veneter? Was? Sind Sie gesprungen? Ich bin abgesprungen. Na, sagen Sie mal, ja, die Leiter ist doch dann nicht umsonst. Was meinst du, wenn das in der Berufsgenossenschaft sieht? Ja, da muss ja mit der Berufsgenossenschaft nicht so genau sehen. Das sind alles Vollidioten. In der Verein ohne Daseinsberechtigung. Ja, das ist genau wie die GEMA oder mit der, wie heißen die Verbrecher? GEZ. Du bist nur am Bezahlen das ganze Jahr über. Und ja, was kriegst du davon? Ja, nichts. Gar nicht? Nee. Nee, musst du dich ja allein mal überlegen. Also, oh, pass auf, das fällt hier hinten runter. Ja, ja, ja. Da fällt das ist aber jetzt eine ganz gefährliche Geschichte. Das kriegen sie schon geschaukelt. Du musst mal gucken bei so einem Drei-Mann-Betrieb, was du da an Bauberufsgenossenschaft bezahlst. Da bezahlst du jeden Monat 450 Euro. Ach, du bin in einer. Das ist ja irre. Ja. Nur eine Berufsgenossenschaft. Ja. Und was kriegst du davon? Ja, nichts. Das ist wie, als ob du das Geld in den Klo schmeißt. Traurig. So, Herr Veneter, letzte Palette, dann sind wir fertig. Ja, wunderbar. Jetzt ist das Können drauf. Wir direkt in den Bauwagen gehen? So, ich schnall das mal gerade fest alles. Genau. Damit das hier nicht mehr abfällt. So, zack. Da hast du mich das schon gemacht. Wunderbar, wie das aussieht hier. So, na los, aber jetzt geht's nach Hause. In diesem Sinne, Herr Veneter, einmal Bauwagen. Kommst du mit, Günther? Ja, klar. So. Warte, mein Schatz. Da. Bein hier. So, na gucke. Zack, die Bohne. So, Herr Veneter. Checkbuch raus. So, pass auf. Guck auf dein... Hast du dein Handy parat? Hab ich. Gut, ich mach die App auf. So, was haben wir gesagt? 56.000 und dann war 53 oder war der Bonus noch? Ich hab euch ja schon den Vorschuss. Den ziehen wir ab. So. Ja. 5573 bestätigen. Warte, jetzt muss ich noch eine E-Mail kriegen. Da. So. Anklicken. So. Frei. Zahlung freigegeben. Es müsste eigentlich da sein jetzt. Warten Sie, der Bonus war ja 16.000, gell? Genau. 16.000 abgezogen. Da. Ist da. Einmal frei. Wunderbar. Das geht schon in letzter Zeit. Ja, jetzt mit die neue ab. Mit die neue ab, da klappt das. Na gut, dann würde ich sagen, Herr Veneter, wir bedanken uns vielmals bei Ihnen und machen Ihre Schnitzel fertig. Und kein Problem. Dann ruft mich einfach an nächste Woche, wenn ihr dann wieder eine Ladung habt. Ja. Und dann komme ich das wieder abholen. Ne? Ja, machen wir so, Herr Veneter. Alles klar. Ja, klar. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke, Ihnen auch. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. So, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Beim Manus vorbeischauen, beim Veneter vorbeischauen, alles unten in der Videobeschreibung. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Jo, tschüss, Leute.